Servus Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es ja wieder eine Folge Crafting Extreme. Lang ist es her, dass wir in eine Folge kamen. Dachte ich mir, ja, kannst du mal wieder einen raushauen. Auf jeden Fall gibt es heute die, ich will mal sagen, die teuerste Folge dieses Videoformats. Denn heute wird es wirklich extrem und teuer. Und ich will euch auf jeden Fall mal verraten, worum es geht und dann eben euch die ganzen Preise einblenden. Ja, heute geht es um den lebendigen Stab. Bevor wir allerdings darüber reden, was es alles wert ist, will ich euch natürlich eine kurze Information geben. Ja, ist hier ein kleiner Leck aufgrund dessen, dass eben hier die ganzen Patches noch fehlerhaft sind. Ihr seht, ich habe den Stahl auch schon hergestellt und ich werde das auch gleich sehen für die, die es interessiert, mit den Procs etc. Ich will sagen, wir gucken einfach mal rein. Ja, wir sehen hier den lebendigen Stahl. Jetzt suche ich ihn gerade noch, da ist er. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nötiges oder benötigtes Item, welches man jetzt oft braucht für Himmelsgolems, gerade jetzt kurz vor Start, und für diverse Jubelpanther, für die Inji-Raketen, für Transmog und natürlich auch für die Gürtelschnallen wird es jetzt oft gebraucht. In den letzten Tagen wurde es aber genervt. Man kann sie trotzdem noch verwenden. Die von WOLTK mit Saronit gehen auch bis zum GS von 300, also kann man immer noch gutes Gold machen. Also immer noch, ja, ein Fix kann man das eigentlich nennen, meiner Meinung nach. Ja, ich habe hier auf jeden Fall 1000 Herstellungen für euch gemacht. 1000, ihr habt richtig gehört. Das heißt, 3000 Drillion-Barren und 3000 Geister der Harmonie mussten wir hier farmen. Das hat auf jeden Fall mega lang gedauert. Danke auf jeden Fall an meinen Kollegen, der mir da geholfen hat. Und ja, für die Analysten, jetzt kommen wir auch schon zu den Preisen, denn ich denke, es wird die meisten interessieren. Ihr seht hier die Preise eingeblendet, allerdings sind wir natürlich etwas verfälscht, da irgendein Vogel gemeint hat, dann müsst ihr hier für den Drillion-Barren fast 8000 Gold verlangen. Da ich natürlich immer realistisch bleiben will und euch relativ genaue Preise geben will, habe ich mal mit einem Drillion-Barren bei 500 Gold gerechnet. Was natürlich deutlich mehr Sinn macht, denn ich denke, die meisten werden mir dazu stimmen, dass 8000 Gold für den Drillion-Barren, erstens würden die niemals verkauft werden und zweitens ist einfach absolut unrealistisch. Beim Geist habe ich mit 451 Gold pro Stück gerechnet, was natürlich auch ziemlich hoch ist im Moment. Normalerweise sind die billiger. Ich habe mich bei dem EU-Durchschnitt orientiert und lebendiger Stahl ist im Moment EU-Durchschnitt bei 5738 Gold. Da ist das aber auch nicht viel realistisch halt, habe ich trotzdem mal, ich habe das halt trotzdem ausgerechnet mit diesem Preis, mit dem Stahl zum jetzigen EU-Durchschnittspreis, aber ich habe auch dann den Durchschnittspreis genommen von 2500 Gold, da ich eben die ganzen Werte analysiert habe und euch natürlich dann auch detailgetreu sagen will, was ihr dafür bekommen würdet, wenn es dann mal dann soweit ist, also im Laufe des nächsten Addons. Die werden jetzt sowieso steigen, da eben hier die ganzen Berufe gesplittet wurden, aber ich denke, die sind relativ realistisch, die Werte. Ja, also der Stahl ohne Procs. Ah, genau, wollte ich noch sagen. Ich bin übrigens Transmut-Alchi, also Meister der Transmutation. Das heißt, ich werde da mehr rausbekommen. Also 2 bis, ich glaube, 20 kann man bekommen. Werden wir auf jeden Fall sehen, was dabei rumkommt. Ja, auf jeden Fall der Wert vom Stahl, 1000 Herstellungen ohne Procs, beträgt mit einem Wert von 2500 Gold 2,5 Millionen, logischerweise. Ist auf jeden Fall eine nette Summe, aber geht auf jeden Fall mehr, natürlich mit Procs, hoffe ich. Der Wert des Trilliums beträgt 1,5 Millionen. Also jetzt nur die 3000 Drillion-Barren, die man dafür braucht, 1000 Herstellungen, 1,5 Millionen Gold. Und der Wert der Geister ist natürlich auch fast so hoch, 1,5 Millionen, aber mit 451.000 Gold pro 1000, das sind, muss ich gerade mal nachrechnen, 451.000 mal 3 ergibt 1,353 Millionen, also 1.353.000 Gold. Das Ganze addiert mit 2,5 Millionen kommen wir also, mit 1,5 Millionen, Entschuldigung, kommen wir also auf einen Wert von circa, ja, 2,8 bis 2,9 Millionen, würde ich mal sagen. Also eher so 2,85 Millionen Gold ungefähr. Das heißt, wir würden jetzt mit einem Preis von 2500 Gold pro Stahl im Moment Verlust machen. Da das aber nicht passieren wird, bin ich ganz zuversichtlich zumindest. Ja, werde ich am Ende nochmal den Preis mit Procs sagen. Der Preis ohne Procs beim Stahl, wenn man von dem besseren Preis ausgeht, von den 5738 Gold, wären in dem Fall 5.738.000 Gold. Also habe ich an der Stelle schon Profit gemacht. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns aber direkt mal das Ganze an. Wenn ihr es nicht sehen wollt, spult doch einfach vor bis zum Ende, um dann eben zu sehen, was dabei rumkommt. Viel Spaß dabei!
Ja, ist auf jeden Fall ziemlich gut gebrockt. Fast einen ganzen Stack, wo ich einfach so bekommen habe, ist auf jeden Fall ziemlich gut, denn es brockt eigentlich nicht so krass beim lebendigen Stahl, finde ich. Also viele sagen ja, dass es wirklich komplett random ist. Ich bin der Meinung, es ist nicht. Bei gewissen Materialien brockt es einfach nicht so gut. Kann ich aus Erfahrung sagen, ich habe jetzt schon mehrere tausend Transmutationen im dreistelligen Bereich gemacht. Also da kann ich auf jeden Fall von berichten. Ja, auf jeden Fall, der Wert des Stahls jetzt ist 2,962 Millionen, also um genau zu sein 2.962.500 Gold. Das Ganze abgezogen mit dem ersten Wert, also den 2.850.000 ungefähr, haben wir einen Gewinn von 112.500 Gold zu verbuchen, was auf jeden Fall eine nette Summe ist, würde ich sagen. Aber wenn wir jetzt eben mit den 5.738 Gold pro Dahl rechnen, kommen wir auf einen Wert von 6.799.530. Da hätten wir also einen Gewinn von fast 4 Millionen Gold zu verbuchen, aber wie gesagt, ich denke realistisch, ich denke auf jeden Fall, dass es mehr wie die 112.000 sind, definitiv, da der eben bei uns auch im Moment 4.500 kostet. Also bis die Märkte sich da erholt haben, kann ich da auf jeden Fall, denke ich, ein paar gut verkaufen und deshalb erwarte ich dann höheren Gewinn. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt nochmal in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Bei Crafting Extreme würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.